4 Millionen Milchkühe gibt es in Deutschland etwa. Und jede bekommt im Schnitt pro Jahr ein Kalb, damit sie Milch gibt. Macht etwa 4 Millionen Kälber pro Jahr. Doch nur ein Drittel dieser Kälber leben als Milchkühe weiter. Für die übrigen, meist männlichen Kälber, hat der Bauer keine Verwendung. Was passiert mit den Jungs? Die werden gemästet. Klassisches Fleischerzeugnis. Die werden Schnitzel. Das Problem bei der Mast dieser Kälber? Sie sind auf hohe Milchleistung gezüchtet und setzen kaum Fleisch an. Darum bekommt ein Bauer in NRW für ein überzähliges Kuhkalb nur 5 bis 18 Euro, wenn er es in die Fleischmast verkauft. Dort wird es dann im Schnitt 22 Wochen alt. Für die Fleischproduktion nimmt man normalerweise spezielle Fleischrinder. Bei diesen Rassen lohnt sich die Mast. Bei Shannon Sifrin auf dem Biohof Boschröder müssen die Kühe auch Kälber bekommen, um Milch zu geben. Aber dieses Kalb gehört zu einer besonderen, alten Rasse, den rotbunten Doppelnutzungsrindern. Sie können beides, Milch geben und Fleisch liefern. Wenn es ein Kuhkalb ist, bleibt es wahrscheinlich für immer hier und wird dann irgendwann zur Milchkuh. Wenn es ein zuchttaugliches Bullenkalb ist, dann wird es auch sein Leben lang hier bleiben. Wenn es sich eher nicht für die Zucht eignet, dann wird es verkauft und bleibt dann so 2 bis 3 Wochen bei uns. Kälber dieser besonderen Rasse bringen 10-mal mehr Geld als andere Kälber. Also für mich persönlich hat jedes Tier einen Wert. Und der finanzielle Wert eines Kalbes, ja, der liegt zwischen 140 und 180 Euro. Und damit gibt es hier keine unerwünschten Kälber, die nur geboren werden, damit die Kuh Milch gibt. Aber die alte Rasse hat auch einen Nachteil. Und den merkt man im Melkstand. Über 13.000 Liter gibt eine Hochleistungsmilchkuh im Schnitt pro Jahr. Hier ist es nicht einmal die Hälfte. Unsere Kühe geben im Schnitt 5.500 Liter. Das ist viel zu wenig, um mit den Rindern Geld zu verdienen. Auch der Verkauf der Kälber macht das nicht wett. Daher hat sich Shannon Sifrin etwas Neues überlegt. Statt die Kälber zu verkaufen, hat sie einen Versuch gestartet, um die Tiere selbst zu mästen. Und zwar, bis sie ausgewachsen sind und gutes Fleisch bringen. Der Nachbarbauer macht mit. Hallöchen. Wollt ihr mal nach euren Tierchen gucken kommen? Ja, genau. Okay, mal gucken, dann kommen wir mal spazieren auf den Wiesen. Diese beiden sind die ersten männlichen Kälber, die hier erwachsen werden dürfen. Sie grasen beim Nachbarn gemeinsam mit den Jungkühen. Damit das funktioniert, wurden die Bullen kastriert. Das macht sie ruhiger und verhindert, dass sie sich ungeplant fortpflanzen. Wir haben eine Lösung gesucht, wie wir die bei uns in der Nähe oder in der Region aufziehen können. Und da war halt entweder die Sache, dass wir Bullen mästen, was aber ja schwierig ist, oder halt die Tiere kastrieren lassen und so die Möglichkeit hier haben, die Tiere mitlaufen zu lassen bei den weiblichen Tieren. Aber Erfahrungen oder Begegnungen mit Ochsen hatten wir tatsächlich noch gar nicht. Also Neuland. Komplettes Neuland. Wir müssen jetzt schauen, wenn sie fertig sind, wie wir sie dann vermarkten können, ob das sich lohnt oder zumindest eine schwarze Null dabei rauskommt. Das ist das Problem dabei, ne? Mit Kälbern normaler Milchkühe ginge das nicht. Sie würden nicht genug Fleisch ansetzen. Die alte Rasse ist hier ein Weg aus dem Dilemma. Keine Kälber mehr, die nur geboren werden, um die Milchproduktion in Gang zu halten. Und die Kühe? Sie geben nicht viel Milch. Dafür hat Shannon Sifrin Tiere, die robust sind und gesund. Was so ein Tipp, wie alt wird eine Kuh? Vielleicht 10 Jahre. Nee. Ich schätze so 30, ja. Ich würde sagen 80. 80? Ja. Ich glaube, die können bestimmt 18 werden, aber ich glaube, so eine, wenn wir wirklich die produzieren, um deren Milch zu trinken, vielleicht 7, 8? 5,5 Jahre wird eine Milchkuh bei uns im Schnitt. Dabei könnten sie bis zu 25 Jahre alt werden. Auf dem Hof von Irina Prims sollen die Kühe diesem Alter zumindest näher kommen.
Alte Kühe sind ausdrücklich erwünscht. Und dafür braucht es weniger Kälber. Zwar geben auch ihre Kühe in der Zeit nach der Geburt eines Kalbes die meiste Milch. Je öfter die Kuh kalbt, desto öfter befindet sie sich in der Milchhochleistungsphase. Neues Kalb, viel Milch. Das ist Irina Prims aber zu kurzfristig gedacht. Denn die Rechnung hat einen Haken. Nachdem die Kühe gekalbt haben, können sie gar nicht so viel fressen, wie sie brauchen, um die viele Milch zu produzieren. Man verheizt die Kuh einfach, weil man zu viel Milch produziert quasi an ihr. Und anstatt ihr einfach Zeiten zu geben, wo der Körper nicht so beansprucht ist. In der Milchhochleistungsphase magert die Kuh ab. Stress für den Körper. Und das immer wieder von Neuem. Denn die Regel ist, eine Kuh soll spätestens etwa alle 400 Tage ein Kalb bekommen, um viel Milch zu geben. Vor jeder Geburt macht sie eine Pause und gibt keine Milch. Dann kommt das nächste Kalb und sie gibt wieder Milch. Nach 5 Jahren hat sie so 5 Kälber bekommen und insgesamt rund 200 Tage Pause gemacht. Das ist bei diesen Kühen anders. Sie bekommen nicht alle 400 Tage ein Kalb, sondern erst dann, wenn die Kuh kräftig genug dafür ist. Das misst ein Scanner. Erst wenn eine Kuh gut im Futter ist und die Milchleistung deutlich sinkt, soll sie wieder tragend werden. Wann es soweit ist, rechnet ein Computerprogramm aus. Wenn die jetzt quasi mit der Milchleistung runtergeht, unter diese 35, 30 Liter, besame ich die. Und das passiert erst nach einer ganzen Weile. Weit über ein Jahr kann sie ihre Kühe melken, ehe die wieder Kälber bekommen müssen. Und das rechnet sich. Wird eine Kuh nur alle 500 Tage oder noch später trächtig, bekommt sie in 5 Jahren nur rund 3 Kälber. Sie macht weniger Melkpausen vor den Geburten und hat deswegen in 5 Jahren mehr Milch gegeben. Die Milch hat mehr wichtige Inhaltsstoffe und die Kuh hat seltener den Tierarzt aufgesucht. Einmal in der Woche analysiert Irina Prims die Milch. Die Inhaltsstoffe sind für uns wichtig, weil wir werden von der Molkerei nach Inhaltsstoffen bezahlt. Und das macht also durchaus auch 1 Cent pro Liter Milch aus. Wenn die Kühe länger laktierend sind, dann steigen die Inhaltsstoffe. Länger laktierend, das bedeutet längere Zeit zwischen den Geburten. Und das heißt auch weniger Kälber und damit auch für die Bäuerin weniger Stress. Die sind halt nicht einfach nur niedlich, sondern das ist einfach viel Arbeit, die aufzuziehen. Ja, das fängt ja an bei der Geburt. Ich muss schauen, dass ich dabei bin. Ich muss das Kalb füttern, ich muss das Kalb versorgen, ich muss einstreuen, ich muss Iglo waschen, ich muss impfen, enthornen. Wenn du auf einen Schlag 40 Kälber weniger hast oder im nächsten Jahr 60 Kälber weniger, das merkst du einfach. Und die Kühe merken es auch. Weniger Kälber bedeutet weniger Stress und ein längeres Leben. Kühe geben Milch. Ganz einfach? Nee. Denn Milch bedeutet, es gibt Kälber. Aber Milchkühe müssten gar keine Spezialisten sein, die nur Milch geben und quasi als unerwünschtes Nebenprodukt Kälber produzieren, die keiner will. Und es müsste gar nicht so viele Kälber geben. 2 Begriffe. Ich mach mal vor. Mhm. Zeigen. Rechts, links. Rechts, links, Mitte. Ja, aber das sind... Nein, Moment. Ach ja, ihr wisst schon, was ihr tut.